Diana, Banana, Iguana, Chipolata. Hallo, soy Stuart Smith, el Captain Wilkonen. Guten Fug. Oh, ja, bitte. Peanut. Peanut. Okay, vamos. Das Trinken ist hier verboten. Macht einen Ausflug. Fahren segeln. Hast du ein Boot? Hm? Also meine Eltern. Hab ich euch erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe? What do you do for a living? I'm an architect. Er entwirft gerade das serbische Konsulat. Wow. Wir sind mit meinem Team, ja, aber da würde ich um Diskretion bitten, weil das noch nicht ganz offiziell ist. Warum siehst du aus? Weil ich gerade ein Stipendium bekommen habe für 6 Monate in Tokio. Mm. Cool, was für ein Stipendium? Ich habe so Liedtexte. Entschuldigung, sind Sie hier angestellt? Ich bin Gast. Hast du denen wirklich erzählt, wir hätten ein Segelboot? Nein, haben Sie das gesagt? Und bei wem sind Sie zu Besuch? Stimmt das? Was? Naja, dass er bei Ihnen zu Besuch ist. Nee. Wann hörst du endlich damit auf? Das hab ich schon. Wo sind Ihre Eltern heute, wenn ich fragen darf? Beide verstorben. Oh. Bist du adelig? Mütterlicherseits halt, ne? Kommst du mal klar? Was macht ihr denn hier? Wir wollten schauen, wie es dir geht. Was wollt ihr eigentlich von mir? Manchmal weiß ich auch gar nicht, was von meinen Erinnerungen wirklich passiert ist. Oder ob die Bilder im Nachhinein in meinem Kopf entstanden sind. Und ein bisschen mehr Vertrauen in die Menschen. Erdbeben aus. Die Medien, Politiker, Prominente. Wir müssen 2 Brände löschen. Sorgen Sie dafür, dass wir durchkommen. Paris ist dicht. Feuer in das Tunnel! Bitte erkunden fort! Das kann nur eins bedeuten. Alles klar? Dann mal los! Das ist der Anfang einer Katastrophe. Mit unseren Leuten darauf kommen, können wir es schaffen.
Waffen, Mon General. Meine Leute und ich melden uns freiwillig. Wir brauchen dringend Verstärkung! Es gibt keine Verstärkung! Beim Glücksspiel geht es nur um Wahrscheinlichkeit. Jedes einzelne Spiel, das Sie spielen, verrät Ihnen etwas. Hitler hat Russland angegriffen. Die haben nicht die Ressourcen für einen Weltkrieg. Was haben Sie genau vor mit dieser Bombe? Im Grunde geht es darum, sie zu haben, bevor Hitler sie hat. Ich unterrichte hier, während meine Heimat von den Deutschen überfallen wird. Sie heuern gerade viele Mathematiker an, Leute wie uns. Lasst mich ein paar Runden zuschauen und dann zeige ich euch, wie man gewinnt. Wir sind aus einem einzigen Grund hergekommen, um die Nazis zu schlagen. Habt ihr einen Weg gefunden, die Auswirkungen zu kalkulieren? Wir müssen uns beeilen und die Bombe fertigstellen, bevor es die Nazis tun. Dann lass mich helfen. Vom Standpunkt eines Glücksspielers aus können wir uns die Bombe auch als ein Casino vorstellen, bei dem die Chancen immer gegen den Spieler stehen. Verschwende! Wollen wir den Rest unseres Lebens mit einer Waffe am Kopf verbringen? Die denken doch nicht darüber nach, die Bombe einzusetzen, oder? Ich weiß, wie man sie in Gang setzt. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen soll. Ist es nicht merkwürdig, dass wir ein Kind kriegen und du an einer Bombe arbeitest? Wir kämpfen an vielen Fronten. Siehst du das nicht? Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das war wie eine göttliche Macht. Frauen und Kinder lebendig zu verbrennen! Das Einzige, woran ich denken kann, ist, dass ich nicht denken kann. Ich will nicht derjenige sein, der über das Schicksal der Menschheit entscheidet. Wir sind Wissenschaftler, keine Götter. Was machen Sie hier eigentlich genau, Madame Winkler? Was wollen Sie denn mit einem Putzjob? Ich habe Ihr letztes Buch gelesen. Ich habe satt das ständige Gerede von der Krise. Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsbedingungen. Ich muss wissen, was das wirklich bedeutet. In der Realität. Ah, die Nachfolgerin. Hoffe, dass Sie besser sind als die Letzte. Fähren sind Kommandosache. Anderthalb Stunden Aufenthalt. Wer zu spät ist, fliegt. Mindestlohn. Die Arbeit hier ist sehr schwer. Also los, der Bus wartet schon, aber die Fähre wartet nicht auf uns. Was machst du, wenn du im Lotto gewinnst? Dann kaufe ich mir ein paar Sneakers für 300 Euro und ein Tattoo. Reinigung! Los, beeilt euch schneller! Aber du wirst nicht dein ganzes Leben auf der Fähre sein. Na, hoffentlich. Ich will irgendwann mit Jimmy weggehen. Fährst du hier lang? Wir sind falsch. Ich habe wirklich keine Zeit, aufs Meer zu gucken. Dann nehmen wir sie uns einfach. Ich will die Unsichtbaren sichtbar machen. Wer wird bis Jahresende heiraten? Das bist du. Auf dich. Sie zweifeln nie daran. Doch, das tue ich. Aber was ich zu sagen habe, ist wichtiger als diese Zweifel. Ich bin jetzt 80 Jahre alt. Ich will was Bleibendes schaffen. Den besten Film aller Zeiten. Einen Film? Nur mit den Besten. Lola Cuevas, die Regisseurin. Sie ist ein kleines bisschen speziell. Irre. Irre. Ivan Torres und Felix Rivero. Sind Sie die Besten? Wie kann ich das jetzt erklären? Ich wünsche dir viel Glück, mein Lieber. Das wirst du brauchen. Ivan ist der Maestro der Schauspielkunst. Und Felix ist ein Star, ein internationaler Filmstar. Habt ihr eigentlich Kinder? Ja, 5. Alle von derselben? Ja, ja, alle von dem hier. Sie wählen für ihr Leben unterschiedliche Wege und werden dann durch ein zufälliges Ereignis zur Konfrontation gezwungen. Du Idiot! Ignorant! Elende Missgeburt! Sagt der Jüngere, der für Geld alles tut. Genau wie du, allerdings für weniger als ich. Nein,
Was? Nein, 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 nein. Geh mir nicht auf den Sack. Ich sehe schon vor mir, wie man uns den Oscar überreicht im Dolby Theater. Meine Herren, das war eine Übung für das Ego. Den kriegen ich wichtig. Bin soweit. Ich arbeite nicht wirklich zum ersten Mal mit so einem Idioten. Moment, ist nicht vorbei, ja? Das Ende kommt noch.